Die frühere argentinische Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner und ihr früherer Kabinettschef Alberto Fernández haben in Buenos Aires ihren Wahlkampf eröffnet. Sie wollen Präsident und Vizepräsidentin werden, gegen Amtsinhaber Mauricio Macri, der Kirchner 2015 abgelöst hatte. Die linksgerichtete und unter Korruptionsverdacht stehende Ex-Präsidentin will chronische Wirtschaftskrise und Armut bekämpfen. Während ihrer Amtszeit habe es Arbeit gegeben, es gab Bildung und es gab eine Zukunft. Ich frage mich immer noch, was mit uns passiert ist, dass wir in der dramatischen Gegenwart ankommen mussten, in der wir leben. Der konservative Staatschef Macri stellt sich bei der Abstimmung am 23. Oktober zur Wiederwahl. Der Unternehmer hatte vor 4 Jahren versprochen, die Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen, hat nicht geklappt. Unternehmen gehen der Reihe nach pleite, es gibt Massenentlassungen, der Peso verfällt, ein Drittel der Argentinier lebt unter der Armutsgrenze.